Herzlich willkommen in meinem Deutschunterricht Schuljahr 1 auf der Taiwan Foreign Language High School. Leider hat der Schulunterricht sich aufgrund des Coronaviruses verschoben, aber ich freue mich, euch bald persönlich kennenzulernen. I am looking forward to meet you in person. Vorerst möchte ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Hannes Hahn. Hannes Hahn. Ihr könnt mich Herr Hahn nennen. Herr Hahn means Mr. Hahn. Hahn bedeutet auf Englisch Rooster. Klasse, das erste Wort, was ihr gelernt habt. Meine Heimatstadt ist in Deutschland Frankfurt am Main. Frankfurt am Main ist die fünftgrößte Stadt Deutschlands mit einer Einwohneranzahl von 750.000 Einwohnern. Was ist so bekannt in Frankfurt? Frankfurt ist bekannt für seinen Flughafen, für die vielen deutschen und internationalen Banken und außerdem hat der ehemalige Fußballspieler Cha Bum Kun in Frankfurt Fußball gespielt. Er spielte für die Mannschaft Eintracht Frankfurt. Sehr erfolgreich. Um einen Überblick zu bekommen, to get an overview, I'm going to tell you about the structure of this presentation. Über die Struktur der Präsentation. Wir fangen vorerst mit den Zielen für das Schuljahr an, the goals for this school year. Als nächstes kommt die Thematik Unterrichtsmaterial, School Material. Welches Schulmaterial benötigt ihr? Das nächste Thema, the next topic, sind Namensvorschläge. I give you some suggestions about names. Die letzten zwei Punkte sind Übungsaufgaben. Als erste Übungsaufgabe lernen wir zusammen nochmal das deutsche ABC. Und die andere Aufgabe ist ein einfacher Dialog. Los geht's, let's go! Das sind die Ziele für das Schuljahr 2020, für das erste Schuljahr. Als allererstes möchte ich über die Aussprache sprechen. Wir werden die hochdeutsche Aussprache lernen. Bezüglich dem Wortschatz könnt ihr am Ende des Schuljahres 1000 deutsche Wörter benutzen und verwenden. You can use 1000 German words. Am Ende des Schuljahres verfügt ihr auch ein Basiswissen über die Grammatik. So you have a basic knowledge about the German grammar. In the end of the school year, am Ende des Schuljahres, könnt ihr eine einfache deutsche Konversation führen. A easy, basic German conversation. Selbstverständlich, of course, sprechen wir auch über die deutsche Kultur, the German culture. Damit ihr einen besseren Einblick habt über die deutsche Kultur. That you have some better information about the German culture. Über das Essen, das Leben, die Unterschiede zwischen der koreanischen Kultur und der deutschen Kultur, the difference between the German and the Korean culture, and so on. Das Punktesystem für die deutsche Klasse, erstes Schuljahr, der Taiwan Foreign Language High School.
You can see at this PowerPoint presentation that the point system is separated into two segments. Das Punktesystem ist in zwei Abschnitten gegliedert. Der erste Abschnitt, the first segment, macht 70% aus, 70%. Diese 70% sind wie folgt untergegliedert. 28% Mitarbeit, 21% Kommunikation. Mit Kommunikation ist gemeint, dass eine Präsentation pro Semester gehalten wird. It means that you have to hold for each semester one presentation and it counts 21% or 30 points. Und Schreibfähigkeit. Writing skills. Für jedes Semester gibt es zwei Diktate. Diese Diktate machen 21% bzw. 30 Punkte aus. Die restlichen 30%, the rest of the 30%, ist die Endprüfung, the final exam. Die Endprüfung besteht aus einem Test von Hörverständnis plus Diktat. Die Endprüfung macht 30% aus. Durch die zwei Abschnitte haben wir selbstverständlich ein Totalergebnis von 100%, was man erreichen kann. 70 plus 30, 100%. Ganz einfach. Jetzt kommen wir zum Unterrichtsmaterial. What kind of materials do you need in my class? Als erstes, at first, you need the book, du benötigst das Buch auf gut Deutsch. Teil 1, number 1. Basically, we are going to work the most of the time with this kind of book. Die meiste Zeit verwenden wir dieses Buch. Zusätzlich benötigst du einen Plastikordner. Ich werde auch oft DIN A4 Blätter austeilen. Ich werde auch oft Blätter austeilen und damit alles schön strukturiert ist, wäre ein Plastikordner sehr, sehr hilfreich. Um alle Vokabeln auch wieder dementsprechend zu finden, benötigst du ein Vokabelheft. Auch ein ganz klassisches DIN A4 Heft wäre nicht verkehrt. Und natürlich ein Mäppchen mit allen sonstigen Materialien wie Bleistift, Kuli, Farbstifte, Radiergummi, Lineal etc. Ich bin mir sicher, dass ihr die meisten Unterrichtsmaterialien für meinen Unterricht schon habt. I am very optimistic that you have all these kinds of materials already in your school bag. So, jetzt kommen wir zu deutschen Namen, German Names. Ich habe dieses Thema unterteilt zwischen Frauen- und Männernamen. Wir fangen mit Frauennamen an. Es gibt insgesamt 30 Namen, die ich euch gerne vorstellen möchte. 30 Woman Names and 30 Man Names. We are going to start with the 30 Woman Names. Diese Namen sind Vorschläge, Suggestions. You can use those names. Ihr könnt diese Namen benutzen. Jedoch könnt ihr auch einen anderen Namen benutzen. You can use, of course, also another name. Fangen wir mit den Frauennamen an. Annette, Annika, Bianca, Benja, Caroline, Dominika, Eva, Eileen, Flora, Franziska,
Gina, Gertrud, Juliana, Helga, Heidi, Isabella, Yvonne, Lara, Lulu, Lynn, Mercedes, Marie, Noah, Nele, Paulina, Roswitha, Ronja, Serafine, Ursula und Ute. I hope you find a name you prefer and you like. Ich hoffe, ihr habt einen Frauennamen gefunden, den ihr mögt und auch gerne benutzen möchtet. Aber wie gesagt, ihr könnt auch irgendeinen anderen Namen verwenden. Kein Problem. Jetzt kommen wir zu den Männernamen. The male names. Again, same rules. Those are only suggestions, Vorschläge. If you like one of those names, you can use it. If not, we can find also another name for you. Kein Problem. Wir fangen an mit Achim, Adolf, Berthold, Boris, Christian, Detlef, Dietmar, Elmar, Friedrich, Guido, Hans-Peter, Henrik, Julian, Kilian, Ludwig, Reinhard, Mike, Marvin, Niklas, Otto, Peter, Rüdiger, Ralf, Roland, Sigmar, Seppel, Thilo, Uwe, Stefan und zu guter Letzt Wiegbert. Habt ihr einen passenden Namen gefunden? Das hoffe ich doch. Wir fangen jetzt mit der ersten Übungsaufgabe an. The first exercise, das deutsche Alphabet. Um eine gute Aussprache in Deutsch zu bekommen, to get a good pronunciation in German, müssen wir das Alphabet perfekt aussprechen können. Wir fangen an mit jedem Buchstaben einzeln, every letter separate, and I give you also an example und ein Beispiel noch dazu. Los geht's. A, der Apfel. B, das Bett. C, der Computer. D, der Daumen. E, der Esel. F, das Fahrrad. G, das Geld. H, der Hund. I, die Information. J, der Junge. K, der Koffer. L, die Lampe. M, die Musik. N, die Nase. O, das Ohr. P, der Park. Q, das Quad. R, der Regen. S, die Sonne. T, der Tisch. U, die Uhr. V, der Vogel. W, das Wasser. X, das Taxi. Y, die Pyramide. Z, der Zahn. Außerdem gibt es noch im deutschen Alphabet diese besonderen Buchstaben. Ä, der Bär. Ä, der
Bär, Ö die Kopfhörer, Ö die Kopfhörer, Ü die Tür, Ü die Tür, SZ die Straße. SZ has the same pronunciation as an double S. SZ die Straße. Und das war schon das deutsche Alphabet. Super! Die letzte Übungsaufgabe ist ein einfacher Dialog, a easy dialogue. In diesem Dialog geht es darum, nach dem Namen zu fragen, asking for the name. Ich lese den Satz vor, I'm going to read the sentence, and you are going to repeat after me. Los geht's! Guten Tag, wie heißt du? Ich heiße Marie. Wie ist dein Name? Mein Name ist Hannes. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo Hannes, freut mich. So, das war der Dialog. If you didn't understand the dialogue completely, we do it now together. Let's start with the first sentence. Guten Tag, wie heißt du? Hello, what is your name? Marie, reply, ich heiße Marie. My name is Marie. Wie ist dein Name? What is your name? Hannes sagt, mein Name ist Hannes. My name is Hannes. Freut mich, dich kennenzulernen. Nice to meet you. And Marie is saying in the end, hallo Hannes. Hello Hannes. Freut mich. Nice to meet you. That's all. Very easy, right? Okay, das war ein kleiner Exkurs für die zukünftigen Unterrichtsstunden, die wir zusammen verbringen. Ich freue mich, euch bald persönlich kennenzulernen. Schreibt euch gerne schon Fragen auf über die deutsche Sprache, über die deutsche Kultur. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.